Zuschauerinnen und Zuschauer. Servus da mitten aus München. Sie haben es wahrscheinlich schon gemerkt, gell? Ich stehe direkt unter dem Isartor, weil hier ist ein besonderes Museum zu Hause, und zwar das Museum über Karl Valentin und Liesel Karlstadt. Und ich habe jetzt gleich einen Termin mit der Sabine Rinnberger. Das ist nämlich die Direktorin von dem Museum, und sie hat versprochen, sie zeigt mir heute alles. Also schauen wir mal rein. Ja, Sabine, grüß dich. Claudia, hallo. Grüß dich. Servus. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Mal aus einer ganz anderen Perspektive. Das stimmt. Und ich war tatsächlich schon länger nicht mehr da, aber wir stehen schon mittendrin, gell, in der Ausstellung vom Valentin-Karlstadt-Museum. Ja, wo geht's denn da oben? Man kommt mit dem Schauen gar nicht nach. Ja. Es geht eigentlich los mit dem Leben von Karl Valentin, wie so oft im Leben. Und zwar eigentlich mit der Geburt. Wie sagt der Karl Valentin, hier steht es ganz schön: Als ich die Hebamme sah, die mich empfing, war ich sprachlos. Ich hatte diese Frau in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. So geht's los. Und ja, und dann erzählen wir hier, wie es angefangen hat bei Karl Valentin. Genau, erstmal so sein persönlicher Hintergrund. Sein persönlicher Hintergrund, seine private Biografie, die eigentlich tragisch beginnt, weil Valentin kommt auf die Welt und kurz danach sterben seine zwei großen Brüder, Max und Karl. Sieht man schon eine Namensdoppelung, mit 6 und 8 Jahren. Man sieht sie ja noch so auf dem Schoß der Mutter sitzen. Also das sind die Brüder. Die beiden sterben innerhalb einer Woche an der Diphtherie. Auch der frisch geborene Valentin hat die Diphtherie und überlebt es nur wie durch ein Wunder. Eigentlich eine tödliche Krankheit oder durch die Kunst eines Kräuterweibels, wie er später schreibt. Ganz genau wissen wir das nicht. Aber wenn man aufmerksam ist, weiß man schon, dass es schon einschneidend war, weil der Bruder heißt Karl. Und Valentin heißt nicht Karl, sondern wird aus Valentin Ludwig Veil geboren und nennt sich eben später auch in Hommage an seinen großen Bruder Karl Valentin. Mhm, ja. Und die Mutter hat natürlich große Sorge um ihren einzigen verbliebenen Sohn und große Aufmerksamkeit. Ja, ich meine, das ist ja was Schönes, gell? Aber das ist natürlich auch, also ich denke jetzt dran, Valentin verbindet man immer damit, dass er ja oft sehr hypochondrisch veranlagt war und immer Angst gehabt hat, irgendwie krank zu sein und so. Das ist, wahrscheinlich kommt das ja auch daher dann. Ja, er war von Anfang an sozusagen der Nabel der Welt. Er konnte sich von Anfang an als etwas ganz Besonderes fühlen. Die Welt drehte sich um ihn. Man muss sich vorstellen, Valentin wird in der Vorstadt groß. Das ist das Glasscherbenviertel von München. In dem Fall ist es die Au. Ja. Und da herrschen ganz bescheidene Lebensverhältnisse. Und da ist man nicht so zimperlich, sage ich jetzt mal, mit seinen Kindern. Und im Vergleich dazu hat er eben eine ganz große Aufmerksamkeit. Und für mich ist das auch ein Schlüssel, warum er sich später auf die Bühne gestellt hat, weil er sich eben von Anfang an als etwas ganz Besonderes fühlen konnte. Für die Eltern, besonders für die Mutter, aber natürlich auch eine große Sorge hatte, dass dem letzten Kind was passiert, dem armen Valentin. Und diese Sorge, die hat er, glaube ich, später verinnerlicht. Ja. Man hört schon, gell, der quatscht uns immer dazwischen. Der braucht da jetzt die große Bühne. Aber das ist ja, der war ja menschlich auch nicht so ganz einfach, gell? Das sagt mir er mir einmal nach. Und das, vielleicht hängt das ja oft zusammen, große Kunst, aber persönlich ein bisschen schwieriger. Ein schwieriger Mensch, auf jeden Fall. Also wir haben das auch versucht hier nochmal ein bisschen darzustellen. Wir zeigen seine eigenen Ängste, die Hypochondrie, die ihn begleitet hat. Und auch diese Angst fließt ja immer mal wieder in die Kunst ein. Mhm. Es gibt ein Stück beim Arzt zum Beispiel oder beim Nervenarzt, wo er sich eigentlich um seine eigene Hypochondrie auch lustig macht. Ja. Ja. Aber das war schon eine ernstzunehmende Sache. Die Umgebung hat da sehr darunter gelitten, auch zum Beispiel unter der Angst, dass er nicht reisen wollte, dass er in keine Fahrzeuge einsteigen wollte, dass er München eigentlich nicht verlassen wollte und dass er vor allen Dingen auch nicht auftreten wollte. Also das war jeden Abend war das eine Tortur für ihn und noch viel, viel mehr
für die Liesl Karlstadt, seine kongeniale Partnerin, die das jeden Abend aushalten musste, die das jeden Abend ausgleichen musste, die in jeden Tag erstmal aufbauen musste, dass er Valentin das schafft. Freilich gehen wir da raus, weil der hat gesagt, ich kann nichts, ich weiß keinen Text mehr, da gehe ich nicht raus und so. Ja, ich sag da alles ein, hat es am meisten gemacht, ihm die Stichworte wiedergegeben und so weiter, bis sie selber erst einmal sich wieder aufrichten musste und er dann gesagt hat, was ist, Liesl, back mal, geh mal. Yeah. Ja? Und das ist natürlich auf die Dauer wahnsinnig anstrengend auch. Ja, also deswegen, ich finde es ja so schön, weil dieser Ort hier ist natürlich für Karl Valentin, aber auch genauso für die Liesl Karlstadt. Also die wird ja, die kriegt hier auch viel Raum und ist auch genauso entscheidend und prägend und wichtig. Und das ist ja noch gar nicht so lang, dass man das auch so anerkannt hat, oder? Also seit 2002 heißt es Gott sei Dank Valentin Karlstadt Museum. Das hat die Gudrun Köhl noch durchgesetzt, von der ich dieses wunderbare Museum übernommen habe, noch in einem anderen Zustand. Und die hat das schon sehr früh erkannt, dass man den Valentin ohne die Liesl Karlstadt eigentlich gar nicht sehen kann. Heute ist das eine Binsenweisheit. Und wenn man sich mit dem Duo beschäftigt, weiß man, dass es vor allem zusammen funktioniert. Ja. Dass die Stücke entstehen nicht am Schreibtisch, sondern die entstehen eigentlich in der Improvisation. Also da hat jemand eine Idee, oft übrigens die Liesl Karlstadt, wie zum Firmling, die hat eine Szene beobachtet, wie vieles übrigens aus einer grandiosen Beobachtungsgabe der beiden und auch sehr von Karl Valentin besteht. Man sieht was, man nimmt es auf, man macht daraus was, man wirft sich die Sätze zu wie Tennisbälle und der andere muss sie auffangen und auch wieder zurückwerfen. Und das können die beiden perfekt, vor allen Dingen die Liesl Karlstadt hat diese große Gabe, sich auf den ungeheuer schwierigen Menschen perfekt einzustellen. Ja, ja, also ich kenne auch kaum irgendwie eine Humoristin oder einen Humorist in Bayern, der sich nicht in irgendeiner Art auf Valentin oder Valentin und Karlstadt beruft. Also diese Wirkung ist natürlich enorm und ihr zeigt das ja da auch tatsächlich in allen Facetten und es, wie gesagt, ich weiß jetzt schon gar nicht, wo man hinschauen sollte, weil es so viel zu entdecken gibt. Vielleicht gehen wir einfach mal ein paar Schritte weiter. Also, vielleicht schauen wir kurz zu dem Kasperl. Ja? Das ist nämlich der Kasperl aus Kindertagen, mit dem der Valentin selber noch gespielt hat. Es sind nämlich nicht so viele Objekte von Karl Valentin überliefert und der ist tatsächlich zusammengeflickt aus den Lumpen der Mutter und da hat er zum ersten Mal Talent bewiesen, wenn er für die Kinder der auch den Kasperl gespielt hat. Woher kommen eigentlich alle Objekte? Weil ich habe nur so im Kopf, der Nachlass von Valentin, der ist ja erstmal von München weggekommen, oder? Der ist ja leider immer noch. Also der Nachlass wurde verkauft an die Stadt Köln, beziehungsweise erst ein Kölner Theaterwissenschaftler, der es dann dort in die theaterwissenschaftliche Sammlung eingegliedert hat, Karl Niesen, weil die Stadt damals die 7000 Mark nicht aufbringen konnte oder wollte, um diesen Nachlass von der Familie zu kaufen, die zu der Zeit sehr mittellos war. Ja. Und so ist er immer noch dort, aber nicht, wie schon berichtet wurde, verstaubt. Und irgendwie, da werden die Kölner zu Recht sauer, weil die kümmern sich da sehr gut und ordentlich darum. Wir haben das, was hier ist an Exponaten, ist zum großen Teil zusammengetragen von dem Gründer des Museums, Hannes König, der das hier 1959 in Eigeninitiative hier im Isartor eingerichtet hat. Der hat noch ein paar Sachen wirklich noch mal bei der Familie gefunden, wie zum Beispiel diesen Kasperl und hat den dort gekauft. Und manche Dinge kamen einfach auch über die Zeit noch ins Museum bis in die kürzeste Vergangenheit. So ist er der Valentin, immer dazwischen. Ja. Also zum Beispiel diese Instrumente hier sind zum Teil erst viel später dazugekommen und auch noch zu mir gekommen, weil die im Privatbesitz waren. Ja. Weil Valentin zum Beispiel diese Trompete eingetauscht hat in der Nachkriegszeit gegen Lebensmittel, Fleisch, Wurst. Und das waren zweite Instrumente bei Metzgern. Und so kamen die, irgendwann haben wir es wieder gefunden, sehr spät zu uns. Also da gibt es ganz viele Überlieferungsgeschichten zu den Objekten. Ja, was jetzt die ganzen Fotos und Theaterprogramme und so weiter betrifft, die wir MuseumsmacherInnen immer als Flachware bezeichnen,
sind ein Teil aus unserer eigenen Sammlung, die eben über die vielen Jahre zusammengetragen wurde, aber auch aus dem Kölner Bestand. Und auch ein Teilbestand ist auch zum Beispiel im Münchner Stadtarchiv. Mhm. Und diese Sachen sind hier alle in der Reproduktion ausgestellt, schon aus dem Grund, weil das ja eine Dauerausstellung ist und man Papier gar nicht über so lange Zeit dem Licht aussetzen kann und ausstellen kann, ohne es zu beschädigen. Und deswegen haben wir uns hier sowieso für die Reproduktion entschieden, was aber den Vorteil hat, dass wir auf alle Bestände zurückgreifen können. Wir kennen wirklich alle sehr, sehr, sehr genau und sie liegen auch auf unseren Rechnern. Inzwischen, wir hatten da großzügigen Zugang zu allen Archiven und so haben wir, glaube ich, schon hier eine gute Zusammenschau zu dem, was es gibt. Ja, und es kommen natürlich auch so kuriose Objekte dazu. Also ich habe hier schon gesehen, da ist nämlich der Nagel, an dem er dann, an dem Valentin sein Handwerk aufgehängt hat. Der war ja gelernter Schreiner. Ja, das ist natürlich einer der Kuriose, die wir haben. Das sind Ideen von Karl Valentin selber. Wie den Nagel, an den er seinen Beruf gehängt hat, der gelernte Schreiner, weil man muss bei Valentin immer das Wort beim Wort nehmen. Das ist ja seine Kunst auch. Und es wird hier in allen Dimensionen deutlich. Also er spielt mit der Sprache so lange, bis es weh tut, bis es keinen Sinn mehr macht oder einen neuen Sinn wieder macht oder die Sprache dem eigentlichen Sinn wieder zuführt, wie hier der Nagel, an dem man seinen Beruf hängt, der hier wirklich haptisch zu sehen ist. Ja, und völlig zu Recht natürlich auch. Und man sieht ja auch aus seinem Panoptikum, du hast es angesprochen, hier noch mehr, gell, das sind ja... Es ist ja auch die Schöne, da sind Sachen ausgestellt, aber man will irgendwie sofort hingelangen, man darf auch überall hingelangen. Tatsächlich, es gibt ganz wenig Gegenstände, da steht da, bitte nicht berühren und da ist es dann tatsächlich so gemeint. Ja. Aber alles andere ist auch da und wir haben es auch so aufgebaut, dass es das aushält, dass man es anlangt. Hier, das sind diese Panoptikumswürfel, die man drehen kann. Wir haben damals nicht viel Geld gehabt, wie wir diese Ausstellung 2007, 2008 neu gemacht haben und sind da wirklich sehr findig geworden. Das sind tatsächlich bedruckte IKEA-Lampen, die wir hier haben, die wir hier umgemünzt haben und haben versucht, hier das Panoptikum von Karl Valentin, das er 1934 eröffnet hat, zu rekonstruieren, weil es gibt von diesem Panoptikum so gut wie nichts mehr. Außer diese Fotos, hier haben wir zum Beispiel diesen Tiefseetaucher, der in voller Montur ins Bett gehen muss, weil ihm der Schlüssel zu seiner Taucherausrüstung abgebrochen ist. Also es gibt sehr dramatische Schicksale hier ausgestellt, aber auch sehr poetische Dinge. Ja. Das ist eine Mischung aus Grusel- und Lachkabinett. Aber die Münchner haben es ja gar nicht so zum Lachen gefunden, oder? Das war jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich. Der hat überfordert vielleicht, oder? Das stimmt. Das übrigens zieht sich beim Valentin durch bis in die heutige Zeit. Ja? Also jetzt hat er einen Wackler, aber jetzt geht's schon wieder. Aber mit Berührung geht's. Ja, mit der richtigen Berührung. Ja. Magic. Ja. Man muss einfach zärtlich sehen. Das ist so mit den Münchnern und dem Valentin. Also ich darf ja dieses schöne Museum seit 19 Jahren führen und leiten und mit Ideen bestücken. Ja, das stimmt. Also, und diese ganzen Facetten, die der hat, auch sei es als Filmpionier, also diese ganze Bandbreite in der Kunst, die er so darstellt. Aber ich glaube, Valentin beruft sich ja selber vor allem auf eine Traditionslinie, die der Volkssänger. Die waren ja, haben eine große Rolle gespielt für ihn. Er hat ja auch da fleißig gesammelt. Und jetzt darf ich mal sagen, wir wechseln jetzt quasi einmal den Isartor-Turm, oder? Wir können jetzt mal rüberschauen, weil für die Volkssänger der damaligen Zeit habt ihr auch einen schönen Raum. Also wir haben hier diese zwei Flankentürme des Isartors. Wir sind jetzt gerade im Südturm und gehen über den Wehrgang in den Nordturm. Dann schauen wir mal rüber, da die Song. Also da, Claudia, sind wir bei den Münchner Volkssängern. Mhm. Der Valentin selber hat sich ja immer als Volkssänger bezeichnet. Das war die Kunst
der Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert und wirklich hier ein Massenphänomen in München. Ja. Es gab 800 hauptberufliche Volkssängerinnen und Volkssänger, die von diesem Gewerbe gelebt haben und 200 Bühnen. Wahnsinn. Ja, jedes Wirtshaus hat eine Bühne und das erzählen wir hier, die Geschichte, um zu verstehen, wie so ein Phänomen Karl Valentin entstehen konnte, dass man sich einfach, wie die Liesel Karlstadt gesagt hat, einfach ambulant auf eine Bühne stellen konnte. Und um diese Vielzahl zu demonstrieren, haben wir halt viele dieser Volkssänger hier in die Wände eingelassen und diese Atmosphäre, die so auf diesen Bühnen und in diesen verrauchten Singspielhallen geherrscht hat, haben wir versucht, durch diese Balance wiederzugeben. Ja, man muss ja sagen, als Bühnenkünstlerin, Bühnenkünstler heute ist man ein bisschen verwöhnt, gell, weil du oft sehr, sehr stille Theateratmosphäre hast, sehr konzentriert, aber ich kann mir vorstellen, damals so als Volkssänger, da hast du ja richtig auch durchsitzen müssen, da ist ja gegessen worden nebenbei und da war das ja nicht so, oder? Das war sozusagen unplugged, wie man heute so auf Neudeutsch sagt. Ja. Also, da hast du eine Geräuschkulisse gehabt, da warst du im Wirtshaus, manchmal war es auch Frühschoppen, ja? Und da hast du wirklich diese Aufmerksamkeit erspielen müssen. Die Leute haben getrunken. Wenn man den Leon Feuchtwanger liest, den Erfolg, da wird diese Szene wahnsinnig schön beschrieben, wie dieser Wirtshaussaal laut ist, verraucht ist und wie dann ein Valentin und die Karlstadt auf diese Bühne treten und diesen Saal erobern. Yeah. Ja. Ja, und du hast es vorher gerade schon angesprochen, gell, da an der Wand sind in diesen Kacheln sind ja unzählige abgebildet. Also das ist ja eine Vielfalt und eine schiere Anzahl auch an Volkssängerinnen und Volkssängern. Man weiß das eigentlich auch nur durch den Valentin, oder? So ist es, weil der Valentin hat die Volkssänger auch gesammelt und uns überliefert, hat eine erste Ausstellung bereits 1927 gezeigt. Er bezeichnet sich selber eben auch immer als Volkssänger. Mhm. Das war für ihn die höchste Kunst. Er wächst natürlich weit über das Genre hinaus. Man muss sich vorstellen, auf diesen Bühnen war, jetzt würde ich sagen, wie im Privatfernsehen, alles zu sehen, von fantastisch gut bis fantastisch schlecht, hatte man das ganze Spektrum abgebildet. Und so hat Valentin überlebt, weil er natürlich weit über das Genre hinaus wächst, wohingegen die allermeisten Volkssänger, die hier sind, nicht mehr bekannt sind. Man kennt natürlich noch die Späten wie den Weißviertel, die Lissi Aulinger und die Ida Schumacher, die alle auf dem Valentin, auf dem Viktualienmarkt ja auch einen Brunnen haben und dadurch überliefert. Aber wenn ich dich jetzt frage, was fällt dir zum Weißviertel ein? Wenig, Stanzl. Stanzl, vielleicht noch die Linie 8. Die Linie 8, ein genau, sehr spätes Stück und dann weiß man gar nichts mehr. Ja. Weil tatsächlich, man denkt immer, ja, der Weißviertel und so. Aber man weiß gar nichts über den Weißviertel, weil das Werk an sich eigentlich heute nicht mehr präsent ist und vielleicht auch keine Gültigkeit mehr hat. Ja, vielleicht schauen wir uns einfach nur mal genauer an von den Volkssängern. Schauen wir mal obi. Ja, Sabine, da sieht man schon das Motto, gell? An jedem Eck eine Gaudi. In einem runden Turm. Also das ist der erste Widerspruch von den vielen, die wir hier haben. Ja, es geht um Vergnügen in der Stadt. Mhm. Und vor allen Dingen um das Vergnügen der kleinen Leute, für die in dieser Stadt nichts geboten wurde. Man muss sich vorstellen, um die Jahrhundertwende kommt wirklich eine Masse Leute in die Stadt gezogen. Wie ich sage, München lebte schon immer vom Zuzug. Mhm. Diese Stadt explodiert von 100.000 zur Mitte des 19. Jahrhunderts auf 600.000 um 1910. Das muss man sich mal vorstellen, ein gigantisches Bevölkerungswachstum, das die Stadt eigentlich in der Dynamik nicht mehr hatte. Und die Leute wohnen bescheiden in einem kleinen, steckigen Zimmer mit zwei, drei Leuten in der Vorstadt in diesen kleinen Herbergshäuseln. Aber sie haben einen harten Arbeitstag, aber sie haben ein neues Phänomen, das heißt Freizeit. Also der Arbeitstag ist unterteilt in Arbeitszeit und Freizeit. Das kennt man so vom Land nicht. Und in dieser Freizeit wurde für die Leute nichts geboten. Und deswegen schafft man sich seine eigene Kultur. Und das ist eben die sogenannte Volkssängerkultur. Das ist ein bunter Abend. Also immer kurze Stücke, Bauernschwank, ein Couplet. Also nicht nur Gesang, sondern ein Schwank.
ein Vortrag, ja, so eine Kunst, die man zeigt, sich verbiegen auf den Kopf stellen. So, das ist so das, was so ein Abend bietet. Und was man auf die Bühnen bringt, das sind die Themen der Vorstadt und die Typen der Vorstadt. Und ein Typ zum Beispiel, den man sehr gerne dargestellt hat, das war der Gescherde hier. Wie in dem Fall das der Weißviertel in der Rolle des Gescherden. Ja. Das Gescherde kommt von den kurzgeschorenen Haar. Da erkennt man den vom Land an den kurzgeschorenen Haar, der aber nicht nur von der Frisur her geschert ist, sondern auch vom Habitus her geschert ist. Ja. Der ist super gern in der Dachauer Tracht hier, weil offensichtlich das Dachauer Hinterland so das Dümmste war, was man sich so vorstellen hat können. Ja. Aber das war ja immer schon so Konkurrenz, ja, dass man sich so gegenseitig aussingt oder sogar innerhalb von München, dass man irgendwie über die Au dann redet oder so, oder? Das war ja immer schon so. Ja, natürlich die aus Fürstenfeldbruck und so weiter, die gibt's das Spektrum, die gibt es die noch. Sind die immer nur so. Ja, da sind nicht für du, glaube ich. Aber der war zwar geschert, aber er hat sich immer die Wahrheit sagen trauen und er hat sich kein Blatt vom Mund genommen. Ja. Das war also wirklich ein Typ, den man als Figur auf die Bühne gebracht hat. Und erfunden wurde der Gescherde vom Andal Welsch. Den kann man hier sehr schön sehen. Mhm. Es war einer der Pioniere der Volkssänger. Und wenn ich kurz mal einen Ton anmachen darf, ja. Weil man die Leute ja sich gar nicht mehr vorstellen kann, die meisten kennt man nicht mehr, haben wir auch so kleine Stimmen unterlegt, den Bildern. Also er singt jetzt ein Couplet, der Schimmel, viele kennen das, der Hollertauer Schimmel, das ist natürlich schlecht aufgenommen, sind die alten Walzen, von denen er stammt, aber der singt den Refrain, nicht, dass die Leid sang, zwingst der Not, ist der Schimmel tot. Ja. Es geht darum, dass man dem verhungerten Büschel, Schimmel noch ein Büschel Heul und das Maul schiebt, dass man sich nichts Schlechtes nachsagen lassen muss, nicht, dass die Leid sang, zwingst der Not, ist der Schimmel tot. Das ich glaube, er hat 32 bis 36 Strophen gehabt. Das konnte aber an so einem Abend oder Vormittag jeder mitsingen. Ja, das ist ja irgendwie so eine Kultur, die hat ja was sehr Flüchtiges, weil es wahnsinnig aktuell ist, weil es das, was die Leute bewegt, thematisieren die da. Aber es ist natürlich jetzt so, eine Aufnahme ist wahrscheinlich was Rares. Also es ist ja natürlich auch schlecht dokumentiert einfach. Also das ist ja wirklich so ein Schatz, dass man überhaupt diesen Fundus hat, dass man überhaupt diese ganze lange Namenslisten überhaupt kennt, wer da aktiv war als Volkssänger, weil es ja einfach so eine sehr flüchtige Kultur ist. Die Namenslisten haben wir tatsächlich vom Karl Valentin, der wirklich eine Fülle gesammelt hat mit Namen und auch mit einer kleinen Anekdote. Und wenn man ein bisschen mehr erfahren will über diese Geschichten und darüber hinaus, muss man natürlich zu uns ins Museum kommen. Aber man kann uns auch digital besuchen. Wir haben eine wunderschöne neue Homepage und auf dieser neuen Homepage auch die Sammlung, die wir haben online gestellt in Ausschnitten. Ja. Und da ist eben jetzt auch die Valentinsche Volkssängersammlung mit drauf, mit den verschiedenen Geschichten, die der Valentin zu jedem noch wusste. Mhm. Und es gibt eine Wiederholung, die immer vorkommt. Also entweder ist er am Alkohol gestorben, er war trinkfest oder ist beim Biertrinken tot umgefallen. Das zeichnet die meisten Volkssänger. Das war kein leichter Job einfach aus. Wenn man den ganzen Tag im Wirtshaus ist, kriegt man auch einen Durst. Also so, ich habe es jetzt nochmal alles mal durchgegangen und durchgelesen für die Sammlung online und es ist mir nochmal eklatant aufgefallen. Da muss man auch sagen, dass hier der Trikorn Verlag Pionierarbeit geleistet hat. Vor 20 Jahren angefangen, die ganzen Volkssänger auszugraben und in allen Archiven diese Walzen zu suchen, diese unterschiedlichen Tonträger von Schellacks bis Walzen, auch noch so Lochplatten, die es so gibt. Und das hat vor allen Dingen dort der Andreas Koll gemacht, der hier auch diese
Volkssängerausstellung kuratiert hat. Mhm. Ja, Sabine, jetzt weißt du, dass du gerade auch vom Durst gehabt hast. Gell? Es gibt natürlich auch hier im Museum einen sehr schönen Ort, wo man sich einfach gemütlich hinsitzen kann. Und wenn, wir haben ja heute den Schließtag, damit wir uns da schön ausbreiten können. Aber wenn das Museum geöffnet ist, geht es da auch gut so im Turmstübel. Und ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Unterbrechung, eine kleine Pause. Und dann gehen wir so lang ins Turmstübel und machen es uns da schon mal gemütlich. Auf jeden Fall. Im wunderschönen Valentin-Karlstadt-Museum. Sabine Rinnberger ist mein Gast heute. Jetzt sitzt man tatsächlich da im Turmstübel. Und ich glaube, das ist ja sehr im Sinne auch von Karl Valentin von Liesl-Karlstadt, dass eben das nicht nur ein Haus ist, wo man viel sehen kann, viel lernen kann, sondern eben auch gern Zeit verbringt und sich auch mal hinsetzen kann und mal irgendwie einen Kaffee, ein Bier, was auch immer trinken kann. Frische Weißwürste, selber gemachte Kuchen von der zauberhaften Wirtin Bernadette Obergrußberger. Also man kann hier eine schöne Zeit verbringen. Und da hast du ganz recht, es geht so um die Idee von Karl Valentins Ritterspelunke. Das war so sein letzter großer Versuch, nochmal selber eine Bühne aufzumachen. Und zwar war das so eine Mischung aus Kellerkneipe, aus Bühne und eben auch als Museum, weil der hatte dort eben auch sein Panoptikum eingerichtet. Und als dieses Museum hier 1959 eingerichtet wurde, vom Hannes König, ein Münchner Kunstmaler, der gemerkt hat, dass der Valentin hier in der Stadt fehlt. Mhm. Und das haben auch die Münchner sich gewünscht, aber wie so oft ist es so mit den Propheten im eigenen Lande, dass man den immer nicht so erkennt. Und so hat der damalige Thomas Wimmer gesagt, nein, da haben wir kein Geld dafür, aber du kannst dir eines dieser Ruinen hier in München aussuchen. Und dann hat er sich das Isartor ausgesucht und hat hier diesen Südturm, der wirklich komplett hohl war und auch Kriegsschäden hatte, hier erstmal von toten Tauben ausgeräumt, die bis zwei Drittel hier raufgegangen sind und dann hier dieses wunderschöne Museum eingerichtet. Ja, jetzt findet man natürlich einfach so, wenn man jetzt diesen Turm hat vom Isartor, dann ist das jetzt erstmal da und da muss man sich so den Gegebenheiten ein bisschen anpassen und ich finde halt gerade da im Turmstübel merkt man, wie schön das gelöst ist, weil es gibt ja diese Fenster, hier mal einen super Ausblick. Also wenn man einfach München auch sehen möchte oder kennenlernen möchte, denke ich mal, ist das eigentlich auch ein super Start da im Museum, weil man da eben auch so viel gleich mitkriegt. Also aus welcher, ja, was für Leute kommt da? Wer besucht das Museum? Alles Mögliche, wirklich alles Mögliche. Also eine Amerikanerin, die sich mit dem Museum mal beschäftigt hat und Germanistik studiert hat, hat mal in einer Arbeit geschrieben, wenn Sie München kennenlernen wollen und haben nicht viel Zeit, dann kommen Sie ins Valentin-Karlstadt-Museum, dann erfahren Sie alles und viel über sich selbst. Ich finde, das fasst das wahnsinnig schön zusammen, was man eigentlich bei uns so mitkriegt. Wir haben natürlich die zwei Protagonisten, Valentin und Liesl-Karlstadt und die Münchner Volkssänger. Wir haben es uns jetzt so ein bisschen im Überblick angeschaut, was es da alles so zu sehen gibt. Aber es gibt natürlich dieses Thema München wird Großstadt, diese Stadtentwicklung, die Sozialgeschichte, die Kunstgeschichte, die hier alles mit einfließt und dann natürlich auch ein großes Maß an Philosophie bei Karl Valentin, das ist er in seinem Werk komplett immanent. Mhm. Und seine Aphorismen sind ja nicht umsonst heute fast täglich irgendwo zitiert, ob das heißt, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit oder fremd ist der Fremde nur der Fremde, das kann man endlos spinnen. Man findet bei diesem Regenwetter, wenn es so ist, auch den richtigen Spruch, ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn es nicht regnet, wenn ich mich nicht freue, regnet es auch und. Also es gibt eine Idee für jede Lebenslage und das wird hier, glaube ich, auch so transportiert. Und wir machen, wie du ja weißt, hier auch Veranstaltungen oben im Turmstöberl. Ja. Wir wollen das ja auch beleben und so wurde es hier auch eingerichtet von Hannes König, auch als Treffpunkt der Volkssänger, die damals
keinen Ort mehr hatten, weil diese ganzen Bühnen gestorben sind. Die letzte war dann das Platzl, das dann geschlossen hat. Und so haben sich viele hier auch getroffen. Und als ich das Museum übernommen habe, 2004, habe ich versucht, das auch wieder zu beleben mit dieser Reihe Große Kunst auf kleinem Raum. Du bist selber schon aufgetreten, du weißt, wie das hier stattfindet. Es ist wahnsinnig heiß. Total eng. Ja, also es war tatsächlich relativ an meinen Anfängen quasi, dass ich mal da habe auftreten dürfen. Und wenn dieses Turmstüber richtig voll ist und dann steht man dann da im Eck und hinter einem ist nur der Heizkörper. Also es war bei mir im Winter und der ist richtig heiß gelaufen und ich mitten in die Leute. Also es ist eine sehr enge, sehr kompakte, sehr gute Stimmung. Und also so, wir haben jetzt Corona hinter uns. Früher habe ich immer gesagt, und der Schweiß vom Nachbarn tropft einem auf die Schulter. Das kann man sich jetzt so in der Konzentration schon fast gar nicht mehr vorstellen. Ja. Aber das war auch der Grund, warum die Leute hierher gekommen sind und Gott sei Dank wieder hierher kommen. Mhm. Und tatsächlich haben sich die Leute hier auch schon gefunden. Ja? Also gerade viele Frauen sind hier auch alleine hergekommen, weil sie wussten, da kann ich hingehen, da finde ich auch jemanden. Da haben sich schon so Tische gefunden, die waren immer da, wo man schon gewusst hat, heute treffe ich den und vielleicht sonst ganz ja nicht. Und man ist aber hier gut aufgehoben und es ist auch hier so, ja, es ist so ein, leider inzwischen so ein abgegriffener Begriff, aber schon so ein Stück Heimat auch finden oder ein Ort, wo man gut sein kann und auch sein darf. Wenn man mal es bekommt für die 2,99 Eintritt, die man hier zahlt, ganz, ganz viel. Man kann hier den wirklich ohne Probleme den ganzen Tag verbringen. Man schaut sich die Ausstellungen an, die, wie du gemerkt hast, ja wahnsinnig dicht sind. Ja. Man geht ins Kino, schaut sich einen Film an, trinkt einen Kaffee dazwischen und sagt, jetzt mag ich den anderen Film auch noch sehen, es ringt eh draußen, daheim passiert nichts. Oder irgendwie so. Ja. Also, ja, aber man muss natürlich schon dieses, gerade das Turmstüber, erstmal erklimmen durch dieses doch sehr enge Treppenhaus, diese ganzen Stufen raufkommen. Also Stichwort, wie führt man so ein Haus auch eben in die Zukunft? Das sind natürlich auch große Themen, große Fragen, die glaube ich, sehr umtreiben. Ja, das ist mir wirklich, Claudia, das ist mir echt ein großes Anliegen, weil es so ist. Ich mache das ja, wie gesagt, jetzt fast 20 Jahre lang und ich kenne viele Gäste persönlich tatsächlich, die damals mit gut 60 gesagt haben, super, ich habe jetzt mehr Zeit, ich komme da öfter her, ich habe Jahreskarten und so. Und plötzlich kommen die nur noch ganz schwer die Treppen rauf. Die sind fit, die haben Lust, die haben hier für sich einen Ort gefunden der Begegnung und schaffen es kaum mehr. Mhm. Und das finde ich sehr schade. Abgesehen davon, dass ich schon einen Jungen, der extra aus Südtirol hier angereist kam, in einen Rollstuhl wieder heimschicken musste. Größter Valentin-Fan, extra zu einem besonderen Ereignis von Südtirol nach München gefahren. Völlig fassungslos, dass es das gibt, weil in Südtirol hat man einen sehr großen Sinn für Barrierefreiheit, dass man nicht selbstverständlich in ein Museum reinkommt. Jetzt haben wir natürlich hier einen Bestand, ein altes Stadttor und das ist halt so. Ja? Mhm. Ich höre dann oft so, auf dem alten Peter kommt man auch nicht drauf. Vielleicht muss man das ändern, keine Ahnung. Wir müssen sowieso jetzt hier dieses Haus anfassen und zwar sehr massiv, weil wir den Brandschutzregeln nicht mehr genügen. Mhm. Und da haben wir gar keine Wahl, das müssen wir tun. Und mein Anliegen wäre schon, wenn wir das jetzt schon so anfassen, dieses Haus, dass wir wirklich die Barrierefreiheit mitdenken. Wir haben auch eine älter werdende Gesellschaft. Wir haben eine Gesellschaft mit einer Teilhabe für alle. Und es ist mir schon ein Anliegen, dass alle an unseren schönen Themen auch teilhaben können, von unten bis oben. Ja, aber eben da gibt es schon ein Konzept und es ist einfach ein Thema, das jetzt einfach in den nächsten Jahren ansteht, oder? Das muss. Ja, ich hoffe noch schneller als in den nächsten Jahren, weil der Brandschutz, der war jetzt geduldig und ich möchte, der hat schon recht. Ja, und die scharen mit den Hufen und haben da jetzt auch schon ganz schön lang zugeschaut, aber wir müssen schon uns jetzt entscheiden, was wir hier in dieser Stadt wollen und machen wollen. Das, was ich persönlich befürworte, da hat sich ein Architektenbüro, finde ich, ganz gute Gedanken gemacht dazu, würde dieses Isartor auch verändern. Mhm.
Dieses Isartor ist, seitdem es 1337 gebaut wurde, ein Tor im Wandel der Zeit. Ich habe mich, bin eine Historikerin, mit diesem Tor sehr, sehr lange beschäftigt und könnte jetzt für die nächste Sendung ein Referat vorbereiten, wie das Isartor in all den Jahren ausgeschaut hat und was das mit dem heutigen Isartor eigentlich noch zu tun hat. Und ich finde schon, man muss Gebäude und auch Denkmäler mit jedem Respekt schon auch weiterdenken. Ich denke da immer an die Pyramide im Louvre, was wäre das heute? Ich denke an die Kuppel vom Reichstag, da muss man auch mal mutig sein. Ja. Wir haben, finde ich, ein spannendes Konzept und ich hoffe, es kommt auch noch. Das hoffe ich auch und das wünsche ich dir und allen und auch der Stadt München, dass da wirklich eine gute Lösung ermöglicht wird. Aber jetzt abgesehen von diesen Herausforderungen, hast du natürlich auch einen wahnsinnig schönen Arbeitsplatz da, oder? Mit vielen Herausforderungen? Nein, also ich glaube, man merkt es schon, das ist natürlich eine große Leidenschaft, die ich hier seit vielen Jahren für diesen Ort, für diese Themen habe und auch für die Leute. Ich freue mich tatsächlich über Besuch. Ich finde es nicht auch störend und ich mag die Leute, die zu uns kommen. Und ich möchte auch mit dem wunderschönen Team, das ich hier inzwischen habe, auch, dass sich die Leute wohlfühlen, dass sie was finden und neue Sachen finden. Wir machen ja auch Sonderausstellungen zu den Veranstaltungen, die wir hier machen, dass sie hier einen super guten Tag verbringen, eine schöne Zeit. Aber dass sie auch heimlich ganz viel lernen. Das ist so, so unterschwellig, niedrigschwellig. Und das ist das Schöne bei uns, wir sind so ein niedrigschwelliges Museum und wir können so viele Themen anbringen. Und zum Schluss gehen die Leute raus und merken gar nicht, dass wahnsinnig viel gelernt haben, weil ihnen das so leicht gefallen ist. Und da bin ich schon eine Didaktikerin und eben Historikerin. Ich möchte den Leuten schon was mitgeben. Mhm, ja, und jetzt Stichwort Sonderausstellungen. Was ist da zurzeit so alles, was steht da an? Also wir zeigen noch mit dem Münchner Comic Fest zusammen eine Legende des Comics und des Underground Comics und des linken Comics, nämlich Seyfried, der in der Münchner Stadtzeitung Das Blatt eigentlich groß geworden ist. Widmen wir hier eine Retrospektive. Das wollten wir schon vor 2 Jahren machen. Da hat er dann auch den Peng-Preis des Comic-Festivals gekriegt, aber aus bekannten Gründen konnte man das nicht zeigen. Jetzt machen wir es jetzt. Und dann zeigen wir im Sommer eine total spannende geschnitzte Ausstellung. Die haben wir uns sozusagen selber geschnitzt. Nein, die Jessie Strixner mit ihrem Partner macht wahnsinnig tolle Holzskulpturen, die wir in einer Sonderausstellung zeigen. Und dann machen wir natürlich ein schönes Sommerfest. Genau, die Jessie habe ich auch schon besucht tatsächlich. Also die Folge, es war meine allererste, die das ich weiß ich, weil die Leute dann bei uns schon angerufen haben, wann denn diese Ausstellung zu sehen sein wird. Also das wird unsere wunderschöne Sonderausstellung. Ja. Wirklich eine tolle Künstlerin. Ja. Sympathisch, unglaublich frisch, was sie macht. Und es ist macht Spaß, es anzusehen, wenn man auf einmal die Spitzenunterhose in Holz geschnitzt hat, dann meint man, das ist ein Widerspruch, aber es ist wirklich sehr filigran und wunderbar ironisch und witzig auch. Auf jeden Fall, ja. Und ihr nutzt eben auch diesen Platz am Isartor. Also ich meine, man kann sich das immer kaum vorstellen, weil wenn man da lang geht, es ist irrsinnig laut, es ist irrsinnig befahren. Aber wenn dieses Sommerfest bei euch ist oder auch diese Innenhofausstellungen, das ist wie so eine Oase. Es funktioniert trotzdem, gell? Es ist tatsächlich wie eine Oase. Also jetzt gerade ist kurz so, aber eigentlich müsst ihr jetzt demnächst irgendwo noch ein Martinshorn vorbeifahren. Das warst du auch von deinem Auftritt. Ja. Das kommt garantiert dreimal am Abend, ja, weil wirklich hier die Schneise des Krankenwagens durchgeht und die Feuerwehr, Hauptfeuerwache und so, es fährt hier dauernd irgendwas. Und trotzdem ist es so, wenn man sich da im Sommer mal reinsetzt, 13. 14. Juli machen wir wieder Sommerfest, umsonst und draußen. Also alle herzlich eingeladen zu kommen. Wir haben super, super tolle Künstler und es ist einfach schön. Und dieser Hof hat auf einmal eine Wahnsinnsatmosphäre. Die Kulturreferatstechnik setzt uns ein grandioses Licht und einen wahnsinnig tollen Ton. Und auf einmal kommt man sich, man mag es nicht glauben, fast vor wie im
im Laubengarten. Und es ist sehr, sehr lauschig, wenn es hoffentlich nicht regnet. Und dann macht man natürlich auch immer auch Ausstellungen draußen, weil wir unsere Inhalte auch in den öffentlichen Raum tragen wollen. Das ist einfach am Vorbeigehen mitzunehmen. Haben wir dieses Jahr die Industrieausstellung gehabt, wo man sehr viel über Münchner Industriekultur sehen konnte. Und die Leute bleiben wirklich stehen und sind sehr überrascht, was es da alles zu sehen gab und gibt. Und jetzt freuen wir uns dann auf die Oktoberfest-Ausstellung, Valentins-Oktoberfest-Film in der Ausstellung. Der Film stammt von 21 und zeigt die ersten historischen Aufnahmen oder Aufnahmen überhaupt von der Schaustellergasse mit dem Topogan, den es damals schon gab. Hau den Lukas, es ist ein wahnsinnig toller Film und den bringen wir nach draußen, macht der Peter Söhr mit einem schönen Zelt, das er uns da aufbaut und da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Ja, also auf das freue ich mich auch besonders, muss ich sagen, und auf alles, was es da eben rundherum zu entdecken gibt. Also Ausgangspunkt Karl Valentin, Liesel Karstadt, aber auch diese ganzen, wie das alles weiter wirkt und auch weiter in München fortgesetzt wird. Und da, ja, vielen Dank auch für deine tolle Arbeit und auch vielen Dank, dass wir heute hier bei dir im Museum zu Besuch sein durften. Das hat total Spaß gemacht, Claudia. Freue mich immer, wenn ich dich sehe. Finde es jetzt mal spannend von der Perspektive und freue mich, wenn ich dich hier auch mal wieder als Künstlerin sehe. Ja, gerne. Ja? Danke dir.